kann. Die haben hier in dem Fall so einen Kopfstrich, das ist auch häufig der Fall. Es gibt aber auch Konstriktoren, die ein Kreuz haben. Das sind ausgesprochene Seltenheiten. Daraus zu folgern, dass es sich dabei um eine verpanschte Linie handelt, ist völliger Quatsch. Wenn man übrigens Fachliteratur lesen würde, das steht bei Klaus Bonny auch so drin, er schreibt das so, dass die Imperatoren meistens ein Kreuz haben und dass die Konstriktoren in der Regel keins haben. Was bedeutet, in Ausnahmefällen haben sie die. Ich kenne da selbst Fälle von Wildfangimporten Surinams, die ein Imperatorkreuz haben. Solche Sachen sind eigentlich sogar was richtig Besonderes. Also von daher immer ein bisschen aufpassen von Leuten, selbsternannten Priestern, die jetzt aus dem Aussehen folgern wollen, was eine echte und keine echte ist. Das ist ziemlicher Quatsch. Insbesondere wenn man bedenkt, dass gerade bei den Surinams es gibt nur einen Bruchteil, sage ich jetzt mal, bekannter Linien in der Terroristik. Es gibt auch bis heute immer noch in ganz seltenen Fällen Wildfangimporte, die in ganz anderen Gebieten gefangen worden sind, die wieder ganz andere äußerliche Charakteristiken haben. Bei Surinams ist bekannt, denkt man so, dass die in der Regel sehr groß werden, ist für einige Linien richtig. Es gibt aber auch Linien, die sehr klein bleiben. Es gibt Linien wie die Pokegrons zum Beispiel, bei denen bekannt ist, dass sie kaum größer als 1,70 Meter werden. Es gibt welche, die sehr dunkel sind. Es gibt welche, also alles, was man sich da nur vorstellen kann, die Variationen sind gewaltig. Also von daher, jetzt daraus zu folgern, wenn ich jetzt eine Surinam, ein Boa Constrictor, Constrictor Surinam habe und das Tier hat jetzt nur 1,50 Meter ausgewachsen nach 10 Jahren, daraus zu folgern, dass es sich ja nicht um eine echte handeln kann, weil die werden ja alle über 3 Meter, Schwachsinn. Ne? Von daher aufpassen, immer bedenken, das, was wir in der Terroristik sehen, das ist ein Ausschnitt, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Wenn ich sicher sein will, was ich da habe, dann muss ich wissen, aus welcher Quelle habe ich die Tiere. Ich muss wissen, ist es ein Wildfangimport oder ist es eine F2, F3, F4 Nachzucht, wo kommen die Tiere her? Das ist viel aussagekräftiger als das Aussehen an sich. Und das gilt insbesondere für die Geschichte mit dem Imperatorkreuz. Nächstes Beispiel, die typischen Widow Peaks. Das heißt also hier, man sieht es bei der hier auch so schön, die Witwenspitzen, diese Fledermausflecken, wie man auch so schön sagt. Das Tier hat jetzt sehr wenige, ich habe auch Tiere aus derselben Linie gesehen, Geschwistertiere, die haben quasi keine, die haben also richtig runde Sattelflecken. Also dass ein Boa Constrictor, Constrictor immer Widow Peaks haben muss oder Witwenspitzen, ist genauso völlig falsch. Also von daher, von dem Aussehen darf man sich da wirklich nicht ablenken lassen. Dasselbe gilt auch hier für die richtig schönen kirschroten Schwänzchen, wenn man sich das jetzt hier mal so anguckt. Es gibt Tiere, die haben diese roten Schwänze, es gibt welche, die haben eher orangene Schwänze. Wenn so ein Tier nur einen orangenen Schwanz hat, wenig farbenprächtig, daraus zu folgern, dass es sich nicht um ein echtes handeln kann, ist genauso falsch, wie zu sagen, guck mal, das Schwänzchen ist kirschrot, das muss ja eine echte sein. Also von daher aufpassen. Da verhaspelt man sich schnell und kommt am Ende zu völligen Fehlurteilen. Ja, ich habe euch hier nochmal einen richtig schönen Boa Constrictor, Constrictor Brasilienbock mitgebracht, aus der Bassett-Linie. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle damit was anfangen. Hatten wir ja eben gerade. Und wie man hier sehen kann, schöne, ausgeprägte Widow Peaks. Dafür ist die Linie auch bekannt. Ne? Also das hier ist jetzt im Übrigen ein fast ausgewachsenes Männchen. Wahrscheinlich noch ein Jahr, anderthalb, dann dürfte er soweit ausgewachsen sein. Viel kommt jedenfalls nicht mehr ran. Ein bisschen kann er noch zulegen, vielleicht macht er noch einen Wachstumsschub. Aber sehr viel wird er nicht mehr rankommen. Wie gesagt, das ist Bassett-Linie, wurde von Vin Russo unter anderem mal in die Terroristik gebracht. Ist zumindest unter dem Namen Bassett-Linie bekannt geworden. Ich wollte noch mal kurz eingehen auf die groben Unterschiede zwischen Boa Constrictor Constrictor und Boa Constrictor Imperator. Das, was ich jetzt zu Boa Constrictor Constrictor sage, gilt im Wesentlichen auch für Boa Constrictor Constrictor X, also auch für die anderen Unterarten, bis auf einige Ausnahmen, da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Fangen wir mal, und das sind wie gesagt auch, um es kurz zu sagen, das ist so, nach dem Motto, in der Regel ist das so. Es gibt aber auch Ausnahmen, komme ich auch gleich drauf zu sprechen. In der Regel ist das so, die kennt ihr aus den anderen Videos, das Boa Constrictor Imperator. Wir sprechen jetzt über die Imperatoren, nicht über die Kollegen hier. Bei den Imperatoren ist das in der Regel so, dass die Tiere dunkler sind, dass die Tiere in der Regel kleiner sind, dass die Tiere in der Regel robuster sind. Die Tiere werden relativ schnell geschlechtsreif, nach in Ausnahmefällen 2,5 Jahren schon, in der Regel aber so nach 3 bis 4 Jahren.
Die Tiere sind in der Regel, wie gesagt, sehr robust, haben keine Probleme mit Futterauswürgen, kommen vom Verbreitungsgebiet so roundabout in Teilen Nordamerikas und in Teilen Mittelamerikas vor, bis zum Norden Südamerikas. Vom Aussehen her haben sie in der Regel ein Imperatorkreuz, das kennt ihr alle von den Videos. Also das Kreuz auf der Stirn, wenn man so will, eine Imperatorkreuz. Daher kriegt die Imperator Boa, Boa Constrictor Imperator, die Kaiserboa, auch ihren Namen. Den Trivialnamen, den hat sie deswegen auch bekommen, weil sie eben dieses Imperatoren, dieses Kaiserkreuz auf der Stirn hat. In der Regel ist nicht bei allen so. In der Regel sind die Tiere in der Zucht deutlich einfacher, in der Aufzucht sehr viel leichter, in der Haltung sehr viel leichter wegen der Robustheit. Man muss sich das als Erklärung so vorstellen, dass die Inselformen, die es da so gibt, Inselvarianten und Mittelamerika in der Nähe zur Küste liegen. Wenn man sich jetzt dagegen Südamerika vorstellt, ne, oder ist ein großes Landmassiv. Man hat also kurz gesprochen stärkere Klimaschwankungen, je weiter man am Wasser dran ist. Das ist der Grund, warum, oder wird einer der Gründe sein, warum die Imperatoren stärkeren, in der Natur stärkeren Schwankungen ausgesetzt sind und deswegen in der Regel auch robuster sind. Gibt auch noch ein paar andere Faktoren, auch was Futter betrifft, etc. Führt zu weit, das zu erklären. Nehmt einfach mit, dass die Tiere in der Regel robuster sind. Imperatoren sind grundsätzlich für Einsteiger geeignet. Wie gesagt, in der Regel. Ich komme gleich noch auf so ein paar, ja, mehr oder weniger Ausnahmen zu sprechen. Beziehungsweise man kann ja mal sagen, was die Größe betrifft. Ich habe ja gesagt, in der Regel sind die klein. Wie gesagt, wir sind nicht bei denen hier, auch wenn ich die hier gerade in der Hand habe. Ein Beispiel für einen Imperator, der eher groß wird, sind die Boa Constrictor Imperator Costa Rica. Die Tiere können durchaus 2,80 Meter werden. Ich habe sogar alte Tiere schon gesehen, wo die Eltern noch Wildfänge waren. Also das sind dann wirklich große Brecher. Die Tiere, so ein Weibchen war das in dem Fall, das ist an die 3 Meter groß gewesen. Wirklich ein Riesenvieh. Das kann durchaus so sein. Ne? Oder denkt mal irgendwie an Kolumbianer, ne? Boa Constrictor Imperator Kolumbien. Gelten auch als relativ groß, können durchaus auch 3 Meter werden. Wobei man auch da wieder gucken muss, habe ich dann halt eine natürliche Hybridform oder habe ich einen reinen Imperator? Ist halt ein bisschen kompliziert, sage ich jetzt mal, weil man das teilweise nur schwer zuordnen kann und sich das teilweise auch überschneidet. Aber man kann grob mitnehmen, dass es von jeder Regel eben auch Ausnahmen gibt. Wo wir gerade bei dem Thema der Größe sind, da können wir durchaus mal wieder auf den Kollegen hier verweisen. Das ist jetzt ein, ja, man könnte sagen, ein quasi oder fast ausgewachsenes Tier. Männchen wohlgemerkt, Weibchen ist natürlich noch ein bisschen größer. Eines Boa Constrictor. Die Tiere sind dafür bekannt, wenn sie wirklich mal ausgewachsen sind, sind sie kaum größer als 1,60 Meter, 1,70 Meter, außer Bassettlinie insbesondere. Also von daher, es gibt auch durchaus Konstriktoren, die nicht unbedingt riesengroß sein müssen. Und das ist eben nicht die Ausnahme der Kollege hier, sondern es gibt da eben noch viele andere. Ne, auf der anderen Seite ist, ne, die Ausnahmen bestätigen im Wesentlichen die Regel. Guckt man sich jetzt die Occidentalis an, die werden wieder riesengroß, ne, an die 3 Meter. Von daher muss man immer gucken, wie es denn im Einzelfall tatsächlich ist. Aber um euch mal ein paar andere Tiere zu nennen, es gibt auch Surinams oder Trinidads zum Beispiel. Die Tiere, die werden gar keine 2 Meter, nicht mal im Ansatz. Also von daher keine Regel ohne Ausnahme. Dasselbe gilt auch für die Geschichte mit dem Imperatorkreuz. Wenn ihr euch den Kopf hier von dem Tier mal anguckt, hat es einen durchgezogenen Kopfstrich. Das haben durchaus auch einige Imperatoren. Imperator muss auch nicht unbedingt immer dunkel sein. Die Costa Ricas, da gibt es einige, die etwas heller werden. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel BCI Ecuador anguckt, die sind auch relativ hell. Also von daher keine Regel ohne Ausnahme. Deswegen ist es eine Tendenz. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es. Kommen wir jetzt mal tatsächlich endgültig zu den Kollegen hier, Boa Constrictor Constrictor. Und wie gesagt, im Wesentlichen gilt das auch für Boa Constrictor Constrictor X, also auch für die anderen, mit so ein paar Ausnahmen. Deswegen grobe Tendenz. Boa Constrictor Constrictor ist in der Regel, man sieht es, heller. Ich würde sogar sagen, deutlich heller in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen. In der Regel sind die Tiere größer, in der Regel sind die Tiere deutlich empfindlicher.
In der Regel, das kann man hier gut sehen, haben die Tiere längere Köpfe, deutlich längere Köpfe teilweise, brauchen länger, bis sie geschlechtsreif sind, mindestens so 5 Jahre. Es gibt aber auch Extrembeispiele, wie zum Beispiel die Occidentalis. Bei Occidentalis, die haben auch einen sehr langsamen Stoffwechsel. Da ist es bekannt, dass das bis zu 7 Jahre dauern kann, bis die Tiere erstmals verpaarungsfähig sind. Von daher deutlich länger auf jeden Fall. Aber in der Regel kann man sagen, bei einem normalen Boa Constrictor kann man eher so von 5 Jahren ausgehen grundsätzlich. Also grob 1 Jahr bis 1,5 Jahre mehr. Die Tiere wachsen auch deutlich langsamer, müssen mäßiger gefüttert werden, wegen dem nächsten großen Unterscheidungsmerkmal der Reguration, also Futterauswirkung. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Linie so drauf ist. Es gibt einige Linien, die neigen weniger dazu. Es gibt sogar Individuen, die weniger dazu neigen. In Ausnahmefällen, es gibt Tiere, die kann ich mit Futter vollknallen, die würgen nie aus. Es gibt aber auch Tiere, da reicht es, wenn ich ein bisschen zu großes Futtertier gebe. Teilweise fressen sie, gehen zur Wasserschale, saufen sich voll, kotzen gleich alles wieder aus. Also das Futterauswürgen ist bei denen wirklich ein Riesenproblem, insbesondere bei den Brasilianern. Was auch natürlich dafür sorgt, dass die Tiere deutlich heikler sind. Die sind heikler in der Aufzucht. Das kann euch durchaus mal passieren, dass Tiere wegsterben. Von daher definitiv nur was für fortgeschrittene Halter oder Profis. Selbst bei Leuten, die das Jahre und Jahrzehnte machen, sterben noch Tiere weg. Das ist so. Das gehört dazu. Dieses Risiko hat man bei den Imperatoren in der Regel nicht. Bei den Konstriktoren ist es halt eben ja, deutlich schwieriger, die Tiere aufzuziehen. Die Tiere auch zu halten, sie sind ein bisschen stressempfindlicher, die Tiere auch zur Zucht zu bringen, das ist teilweise sehr schwierig. Man muss manchmal so ein kleines bisschen, sage ich jetzt mal, das Gewohnte, Gelernte über Bord werfen, auch was Temperaturen betrifft. Da ist so manchem Halter, ist die Zucht erst dann gelungen, wenn ich teilweise auf 16, 17 Grad runtergekühlt habe. Also von daher, da muss man wirklich im Einzelnen sehen, aber man muss so ein bisschen das Gelernte über Bord werfen. Von daher, es ist deutlich schwieriger, man merkt es schon. Erklärt auch ein bisschen natürlich dann die Preisunterschiede. Da die Tiere einen langsameren Stoffwechsel haben, sollte man, nachdem man gezüchtet hat mit den Tieren, definitiv mindestens 1 bis 2 Jahre Pause machen. Der größte Fehler, den man machen kann bei der Zucht, ist, wenn man jetzt so ein Tier bepaart hat, also jetzt nicht den, aber stellt euch den mal in weiblich und deutlich größer vor, man hat die bepaart, man hat einen Wurf, und macht dann quasi nach nicht mal 1 Jahr schon die nächste Bepaarung. In der Regel kommen dann nur verkümmerte Jungtiere raus oder die Tiere legen Wachseier oder so, haben sich einfach noch nicht erholt. Der größte Fehler, den man da mehr oder weniger machen kann. In der Regel sollte man 2 bis 3 Jahre zwischen den Würfen lassen. Imperator steckt das übrigens relativ gut weg, ist zwar auch nicht gut für die Tiere, geht ein bisschen zu Lasten der Lebenserwartung, aber die stecken das mal weg, wenn die zweimal hintereinander werfen. Das kann bei so einem Konstriktor durchaus anders aussehen. Das erklärt unter anderem natürlich dann auch die großen Preisunterschiede. Ne? Manche dieser Tiere, gerade jetzt bei den Bessels, sind erst mit einem Jahr wirklich abgabebereit. Von daher ist es einfach eine andere Liga als Boa Constrictor Imperator. Das kann man mal ganz grob sagen. Von daher wirklich nur was für Leute, die fortgeschrittene Erfahrung haben. Man sollte bei diesen Tieren definitiv nicht als Einsteiger starten. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, das bezieht sich jetzt weniger auf Boa Constrictor Constrictor, sondern eher auf Boa Constrictor X. Es gibt auch da Ausnahmen, die Boa Constrictor Saboga habe ich eben schon erwähnt, oder Saboga, je nachdem wie man es ausspricht, Saboga Boa. Die ist ein bisschen eine Ausnahme, es ist eine Inselvariante, die sogar eher in Mittelamerika vorkommt. Inselvarianten haben wir gesehen, sind ein wenig robuster. Ist ein Konstriktor, gehört definitiv in den Konstriktorkomplex, sind Tiere, die wirklich euch keine Probleme machen, was die Aufzucht betrifft, was die Verpaarung betrifft, was die Haltung betrifft, einfach weil sie in der Natur unter extremeren Bedingungen auch leben. Also das wäre in dem Fall ein Konstriktor, der definitiv Einsteiger geeignet ist. Ich sag mal, wenn man jetzt keine Vorerfahrung hat, kann man es mit so einem Konstriktor durchaus aufnehmen. Der wird euch keine Probleme machen. Es gibt aber auch andere Extrembeispiele, wie die Boa Constrictor Amerali. Das ist in dem Fall auch eine von den mittelamerikanischen bzw. von den südamerikanischen Konstriktoren, die ja quasi sehr zentral vorkommen. Gibt es in 2 Verbreitungsgebieten, also 2 bekannten, vielleicht sogar ein paar mehr. Die Tiere sind äußerst heikel in der Haltung, in der Aufzucht, in der Verpaarung. Da sollte man definitiv als Einsteiger die Finger von lassen.
Das könnte möglicherweise damit enden, dass euch die Tiere eingehen. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Selbst Profis gehen da noch Tiere ein. Das ist also wirklich ja, nichts für den Einstieg, wenn man so will. Also auch hier, wie gesagt, keine Regel, ohne dass es da auch eine Ausnahme zu gibt. Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen zu den Mythen rund um das Thema Boa Constrictor, Constrictor, Boa Constrictor X, Boa Constrictor Imperator im weitesten Sinne auch. Ein Mythos, der sich leider dank sozialer Netzwerke immer noch wacker hält, ist die Behauptung, dass Boa Constrictor Imperator die einzigen sind, die in Schüben wachsen und ja, Boa Constrictor, Constrictor tut das nicht. Das ist völliger Quatsch. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass sämtliche Schlangen in Schüben wachsen. Man kann dazu sagen, dass man natürlich, ich habe es eben schon hier ausgeführt, Boa Constrictor Imperator in der Regel robuster, frisst besser, wächst ein bisschen schneller. Man sieht die Schübe einfach deutlich mehr. Wenn ich jetzt mir so ein Boa Constrictor, Constrictor Tier angucke, die sind heikler, müssen langsamer gefüttert werden. Man muss teilweise bei so einem Tier, wenn man das aufzieht, winzigste Futtertiere geben. Man sagt da Faustregel bei einigen Tieren, man kann froh sein oder bei einigen Linien auch froh sein, wenn man sie durchs erste Jahr durchbringt, dann ist man quasi safe. Also man sieht schon, das ist wirklich heikel. Man kann sich also leicht erklären, warum ich, wenn die Tiere auch langsamer wachsen, ich diese Schübe nicht unbedingt sehe. Sie sind aber da, eindeutig. Von daher völliger Quatsch, wenn man behauptet, die einen wachsen in Schüben, die anderen tun es nicht. Das tun sie alle. Eine Besonderheit vielleicht noch bei Boa Constrictor Constrictor ist, dass die Tiere zunächst mal in der Länge wachsen und später ihre charakteristische Masse bekommen. Man kann bei dem Tier also durchaus auch sehen, dass es ein Jungtier ist. Ihr seht es auch hier so ein bisschen, man sieht so ein bisschen die Wirbelsäule. Ja, ich sag's mal, manche Powerfeeder würde sagen, das Tier ist ja abgemagert und unterernährt. Überhaupt nicht. Das Tier hat eine Idealfigur. Ne? So muss es im Endeffekt sein. Noch ein Jahr ungefähr, dann wird er mehr oder weniger nicht mehr in die Länge wachsen, sondern kriegt er vielleicht noch ein halbes Jahr Massenzuwachs und dann wird er auch deutlich schwerer werden. Also so eine Figur ist hier in dem Fall wirklich Idealfigur, besser geht es eigentlich nicht. Ein weiterer Mythos, der sich so ein bisschen hält, bezieht sich insgesamt auf die Art Boa Constrictor. Es geistert auch mal wieder ein bisschen durch die sozialen Netzwerke, wo auch sonst, leider aber auch bei Behörden, die müssten es besser wissen, wo es dann heißt, dass nur Boa Constrictor Constrictor und Boa Constrictor Imperator von der Meldepflicht befreit sind. Das ist völliger Quatsch, wissen aber viele Behörden nicht. Und zwar liegt das an folgenden Dingen. Man muss reingucken in die Bundesartenschutzverordnung, genau genommen § 7 Absatz 2, in Verbindung mit der Anlage 5, die steht auch in der Bundesartenschutzverordnung drin und man sollte sich eventuell mal die Vollzugshinweise zum Artenschutz angucken. Die Vollzugshinweise zum Artenschutz, da steht im Wesentlichen nur drin, dass die tatsächliche Artzugehörigkeit das ist, was für den Schutzstatus von Bedeutung ist. Das ist quasi die Legitimation, die die Behörden haben, was den Schutzstatus betrifft. Sie setzen damit quasi EU-Recht und damit auch das CITES-Abkommen um, wenn man so will, beziehungsweise Artenschutzübereinkommen, heißt es genau genommen. Die Bundesartenschutzverordnung, der Fehler entsteht quasi daher, dass in der Regel nur diese Anlage 5 Liste kursiert. In der Regel auch verkürzt und verfälscht bis zum geht nicht mehr. Dann hast du in der Regel nur eine Liste, wo spezielle Tierarten drinstehen. Da steht dann groß drin Anlage 5 und liest man sich das durch. Oh Wunder, da steht wirklich Boa Constrictor Constrictor und Boa Constrictor Imperator. Was ist jetzt das Problem dabei? Der erste Satz fehlt in der Regel. Der erste Satz, die Überschrift, da steht nämlich eindeutig drin Boa Constrictor, also, beziehungsweise da steht nicht Boa Constrictor, sondern da steht drin, dass die in der Anlage 5 sinngemäß aufgeführten Arten von der Meldepflicht befreit sind. Also steht eindeutig Arten drin. Wie die Anlage 5 zu lesen ist, das steht nämlich genau in § 7 Absatz 2 Bundesartenschutzverordnung. Da steht nämlich auch eindeutig drin, dass die in der Anlage 5 aufgeführten Arten von der Meldepflicht befreit sind. Arten bedeutet Boa Constrictor. Wenn Boa Constrictor von der Art, also von der Meldepflicht befreit ist, dann ist es auch jede Unterart. Man spricht da von SPP, Subspecies, was im Endeffekt bedeutet, dass sämtliche Unterarten automatisch von der Meldepflicht befreit sind. Der Sinn der ganzen Geschichte ist, dass wenn sich die Unterartenzugehörigkeit ändern sollte, wir haben gesehen, das kann durchaus schnell passieren, wir haben es bei den Sabogés gesehen, wir haben es, man vermutet es bei den Longicaudas, man vermutet es auch bei Ottoni, sollte sich dort an der Unterartzugehörigkeit etwas ändern, würde der Schutzstatus der Tiere nicht erlöschen. Und damit
würde sich auch an der Meldepflicht letzten Endes nichts ändern. Das ist eine, sage ich jetzt mal, sehr sinnvolle Regelung. Man stelle sich vor, es wäre nicht so, man hat jetzt eine Boa constrictor occidentalis, Tier, höchster Artenschutz, was auch immer. Es würde sich irgendetwas ändern, würde jetzt irgendwie rausfinden, es gibt in Wirklichkeit da zwei Unterarten, dann werden die Tiere automatisch nicht mehr geschützt nach CITES-Abkommen und werden automatisch nicht mehr meldepflichtig. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, wenn ich Artenschutz betreibe. Deswegen gilt das in der Regel für die Unterarten. Also wenn es für die Art gilt, gilt es insbesondere auch für die Unterarten. Was bedeutet, ändert sich der Unterartenstatus, dann erlischt damit, sage ich jetzt mal, der Schutzstatus der Tiere nicht. Ne? Also das wäre dann immer noch eine Anhang A-Art oder BA1-Art oder im Fall von, sagen wir mal, hier so einem Kumpel, Boa constrictor constrictor, angenommen, da würde sich was ändern, unwahrscheinlich, aber angenommen, das wäre so, dann würde das nichts daran ändern, dass die trotzdem nach Anlage B bzw. WA1 immer noch eine geschützte Art wäre und immer noch nachweispflichtig wäre. Von daher, das ist schon eine sehr, sage ich jetzt mal, sinnvolle Regelung mehr oder weniger, die man sich da ausgedacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Boa constrictor sind von der Meldepflicht befreit. Das ist leider auch nach 15 Jahren immer noch nicht angekommen bei den Behörden, weil die in der Regel sich diesen Abschnitt nicht durchlesen. Wer es mir nicht glaubt, kann ja mal bei Visia Online gucken. Da ist Boa constrictor auch nur mit einer einzigen Art aufgeführt und oh Wunder, schon seit 1980 oder 82, unwahrscheinlich, dass sich da noch irgendwas tun wird. Die Wissenschaft ist sich da relativ einig. Genetische Untersuchungen gibt es mittlerweile auch genau. Also es gibt noch Unterschiede und Klärungsbedarf, wenn es um Unterartenzugehörigkeiten geht, aber an dem Artstatus von Boa constrictor wird sich so schnell nichts ändern. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Wir haben gesehen, eine Ausnahme, um nochmal zurückzukommen, ist Boa constrictor occidentalis. Die Boa constrictor occidentalis fällt aus dem Raster raus. Die ist nach Anlage 1 bzw. WA1, unterliegt sie einem anderen Artenschutzstatus, ist auch deswegen, ne, man kann das also auch daran überprüfen, ist deswegen auch bei Visia Online anders, sage ich jetzt mal, eingetragen in die Liste. Also dort sind die Tiere in der Tat eingetragen als Art Boa constrictor, aber mit einem anderen Schutzstatus, von daher WA1, von daher eigener Eintrag, der Ausweis, dass Boa constrictor occidentalis einen anderen Schutzstatus hat. So erklärt sich, warum Boa constrictor occidentalis melde- und nachweispflichtig ist, Dokumentationspflichten. Das hatten wir auch schon mal in einem Video, den müsst ihr natürlich nachkommen. Aber ansonsten sind zumindest die anderen Kollegen, alles was Boa constrictor ist, von der Meldepflicht befreit. Und das kann man auch nachlesen überall. Ja, so viel zu dem Thema Mythen, die sich halten. Es wird da sicherlich noch einiges mehr geben, wo ich darauf eingehen werde. Das Video ist vermutlich wieder sehr lang geworden. Verzeiht mir das ein bisschen. Es ist ein komplexes, umfangreiches Thema. Aber das muss man wirklich einmal ordentlich in aller Breite auswalzen. Einfach deswegen, weil einfach zu viele Ungenauigkeiten da kursieren. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen Fehler reingehauen. Schreibt es mal in die Kommentare. Möglicherweise auch der ein oder andere Versprecher drin. Aber wie gesagt, jetzt wisst ihr, worüber wir reden. Wie gesagt, die Konstriktoren, also Constrictor, Constrictor und Constrictor X, meine ich damit, die werden definitiv noch häufiger Thema werden jetzt demnächst. Aber keine Angst für die Imperator-Freunde, die Imperatoren, die kriegen auch noch das ein oder andere Video. Da ist vieles, was ich euch noch nicht gezeigt habe, auch noch die ein oder andere Seltenheit, die ich euch noch zeigen will. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Wie gesagt, nur zu den Konstriktoren wollte ich jetzt unbedingt mal was machen. Die sind bei mir einfach zu kurz gekommen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.